Digitalisierung, Globalisierung werden wir nur durch eine starke Europäische Union meistern können. Deswegen brauchen wir nicht mehr Nationalismus, sondern mehr Europa. Wir brauchen mehr Zusammenhalt in der EU, denn nur gemeinsam sind wir stark. Leider ist der Zusammenhalt in der EU bedroht. Mit dem Brexit bricht sogar jetzt ein ganzes Land weg. Aber auch in den anderen Ländern gibt es nationalistische Bestrebungen, nationalistische Parteien, die die EU schwächen wollen. Diesen nationalistischen Parteien müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen und für ein starkes Europa kämpfen. Ein starkes Europa geht nur mit einem stärkeren sozialen Zusammenhalt. Wir müssen die Herzen der Menschen erreichen. Deswegen muss deutlicher werden, dass dieses großartige Projekt Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsunion ist, sondern auch und gerade für die Menschen da ist. Wir müssen das soziale Europa stärken und weiter ausbauen. Auch die Bundesregierung oder die Mitglieder der Regierungskoalition reden in Sonntagsreden immer mal wieder über das soziale Europa und wahrscheinlich auch gleich in dieser Debatte. Schöne Reden reicht aber nicht. Die Regierung muss sie an ihren Taten messen lassen. Von den positiven Punkten im Koalitionsvertrag, die es ja gibt zum sozialen Europa, hat sie aber so gut wie nichts umgesetzt. Und die CDU, allen voran ihre Vorsitzende, hat sich jetzt sogar explizit gegen weitere Schritte in Richtung soziales Europa ausgesprochen. Aber es ist doch schlimmer. Immer dann, wenn es um die Einschränkung von Sozialleistungen von Unionsbürgerinnen geht, ist die Große Koalition vorne mit dabei. Nicht nur CDU und CSU, sondern auch die SPD. Sie haben sich auf EU-Ebene dafür eingesetzt, zum Glück erfolglos. Aber national hat die Große Koalition in den letzten Jahren den Sozialleistungsbezug von Unionsbürgerinnen eingeschränkt. Und just heute Morgen hat sie einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, mit dem sogar Kindern das Kindergeld verweigert werden soll. Das ist nicht mehr, sondern weniger soziales Europa. Wir brauchen aber mehr soziales Europa. Und das fängt hier bei uns an. Wir Grüne schlagen hier und heute 11 Punkte vor, wie wir das soziale Europa stärken können. Uns Grünen ist besonders wichtig, die Armut in der Europäischen Union zu verringern. Dazu braucht es auf EU-Ebene eine gemeinsame Strategie und gemeinsame Ziele. Wir haben uns alle im Rahmen der Agenda 2030 dazu verpflichtet, die Armut in allen Staaten auf der Welt bis 2030 zu halbieren. Wie wäre es, wenn wir uns dieses Ziel auch auf EU-Ebene setzen würden und mit gemeinsamen Maßnahmen hinterlegen würden? Das wäre doch mal ein starkes Zeichen an die Bevölkerung in der EU. Ein zentraler Vorschlag, den wir Grüne dazu machen, ist, dass wir uns in der EU darauf verständigen, dass es in allen Mitgliedstaaten eine Grundsicherung gibt, die vor Armut schützt. Eine Grundsicherung überall in Europa, in der EU. Das wäre eine wichtige Basis für ein soziales Europa. Um Beschäftigte besser abzusichern, fordern wir uns in der EU auf Mindestlöhne zu verständigen, die vor Armut schützen. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsplatz überall durchzusetzen und außerdem dafür zu sorgen, dass Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit endlich auch den gleichen Lohn erhalten. Um die Absicherung von Arbeitslosen zu verbessern, schlagen wir eine Rückversicherung der Arbeitslosenversicherungen vor, die mit Mindeststandards für die nationalen Systeme verbunden werden kann. Dadurch werden Arbeitslose besser abgesichert und gleichzeitig stabilisiert das die Wirtschafts- und Währungsunion. Zwei Ziele, die wir mit einem Mittel gut erreichen können. Wir müssen mehr gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa machen und dafür sorgen, dass alle jungen Menschen in der EU einen Ausbildungsplatz bekommen. Europäische Betriebsräte müssen gestärkt werden. Und wir können Mindeststandards auch für Gesundheitssysteme und Alterssicherung verabschieden. Und wir sollten uns für eine bessere soziale Absicherung der Freizügigkeit einsetzen und damit bei uns anfangen. All diese Maßnahmen sind jetzt schon möglich. Wir sollten aber auch darüber hinausdenken. So schlagen wir Grüne, wie viele andere Initiativen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und andere, eine Ergänzung der europäischen Verträge vor, die vorsieht, dass soziale und wirtschaftspolitische Ziele gleichwertig sind, eine soziale Fortschrittsklausel. Und
Mittelfristig ist darüber hinaus aber auch wichtig, die sozialen Sicherungssysteme stärker zu europäisieren, zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversicherung oder ein europäisches Kindergeld. Um zu verdeutlichen, wir sind alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, überall in der EU, und wir stehen füreinander ein. 2017 hat die Europäische Union die europäische Säule sozialer Rechte proklamiert. Es ist jetzt an uns, diese sozialen Rechte zu konkretisieren und verbindlicher zu machen. Für mehr sozialen Zusammenhalt, für ein starkes Europa. Vielen Dank. Wolfgang Strengmann-Kuhn war das hier zu Beginn von den Grünen. Die Grünen haben hier diesen Antrag vorgelegt und wollen eine soziale Absicherung europaweit, haben das auch so in ihrem Europawahlprogramm übrigens formuliert, was Mitte November 2018 ja in Leipzig verabschiedet worden ist. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren heute einen Antrag, mit dem die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne mehr soziale Absicherung von europäischer Seite garantieren will. Und wir haben es gerade von Dr. Strengmann-Kuhn gehört, dass die Forderungen im Antrag wirklich sehr, sehr weitreichend sind. EU-Vorgaben für die Grundsicherungssysteme, für Mindestlöhne, für die Gesundheits- und Altersvorsorgesysteme und sogar eine europäische Rückversicherung der nationalen Arbeitslosenversicherung, womit wir auf dem Weg in eine Transferunion wären. Und wenn man den Antrag liest, erhält man den Eindruck, tatsächlich in einem sozialen Wilden Westen sich in der Europäischen Union aufhalten zu würden. Und heute ist kein Sonntag, wir halten keine Sonntagsreden, aber wir sehen es Ihnen auch nach, dass Sie in Wahlkampfzeiten natürlich hier so eine kleine Wahlkampfrede halten. Uns von der CDU-CSU-Fraktion ist aber auch in Wahlkampfzeiten wichtig, dass wir uns mit den Realitäten beschäftigen. Und wie sehen die aus? Erstens enthält das europäische Regelwerk bereits sehr hohe Sozialstandards. Zweitens werden wir uns immer von Ihnen an einem wichtigen Punkt unterscheiden. Und zwar geht Solidarität immer einher mit Eigenverantwortung. Und wenn man den Antrag liest, ist darin kein einziges Wort davon zu lesen. Und drittens, wenn es um europäische Sozialpolitik geht, dann haben wir von Anfang an für eine soziale Marktwirtschaft in Europa gekämpft. Wir stehen für einen starken Sozialstaat, der die Schwächeren mitnimmt und unterstützt. Das ist unser Anspruch national und in der Europäischen Union. Und dafür setzen wir uns ein. Gerade heute Morgen, wer dabei war, haben wir über ein Gesetz zur Stärkung des Zolls gesprochen, um illegale Arbeit zu bekämpfen und Mindeststandards bei den Unterkünften einzuführen, was insbesondere die Situation von osteuropäischen Arbeitskräften in unserem Land stärkt. Gleichzeitig haben wir auch eine Diskussion zu führen, und darüber können Sie nicht immer hinweggehen, wenn es um das Thema Missbrauch von Sozialleistungen geht. Diese haben eine Sprengkraft in Europa. Wir haben das gesehen in der Debatte in Großbritannien. Das hatte ganz, ganz viel auch mit dem Brexit und so weiter zu tun. Zusammenhalt erreichen wir nur in der Europäischen Union, wenn auch Recht durchgesetzt wird. Und Sie können sich ganz sicher sein, wir schauen da ganz genau hin, wenn es um illegale Beschäftigung und Arbeitsausbeutung in Europa geht, wie wir heute Morgen in der Debatte bewiesen haben. Und während Sie das noch fordern in Ihrem Antrag, handeln wir schon. Lassen Sie mich noch auf andere Aspekte in Ihrem Antrag gehen, die mehr so grundsätzlicher Natur sind. Der Sozialstaat, der europäische, hat eine Tradition von über 100 Jahren. Alle europäischen Staaten haben unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Sozialstaaten. Die Schweden betonen beispielsweise mehr den Bereich Arbeitsschutz, andere mehr Arbeitssicherung, andere wieder mehr Familienpolitik. Ihre Forderungen, die Sie hier stellen mit Ihren 11 Punkten, die bedeuten sehr tiefe, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, sehr tiefe Einschnitte und Eingriffe in die ureigenste Verantwortung und Befindlichkeiten der Staaten. Und wenn Sie jetzt mit Transfersystemen kommen und damit vorpreschen, kann das aus unserer Sicht nicht der richtige Ansatz sein. Dafür gibt es kein Verständnis unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wir gehen in der Europäischen Union einen besseren Weg, nämlich dort, wir sorgen dort für Konvergenz, wo wir einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger erzielen können, aber die einzelnen Staaten nicht überfordern. Und auch das ist historische Realität, dass bereits mit den römischen Verträgen die Sozialversicherungssysteme aufeinander abgestimmt wurden. Wir haben bereits jetzt ein hohes Maß an Harmonisierung im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Wir haben beispielsweise europaweit einheitliche Grenzen für Nachtarbeit und Ruhepausen. Und wenn wir als EU-Bürger in einem anderen Land krank werden, dann gibt es eine europäische Versichertenkarte, wo man überall behandelt werden kann. Und wir haben den Europäischen Sozialfonds. Nicht so, dass wir nichts tun würden. Fast 90 Milliarden werden in der Europäischen Union ausgegeben für die Themen Beschäftigung und soziale Eingliederung, um natürlich die sozialen Unterschiede in der Europäischen Union, die natürlich groß sind bei 28 Staaten, irgendwann mal aneinander anzugleichen. Und darüber hinaus zielt die Strategie 2020 in der Europäischen Union ganz konkret mit konkreten Maßnahmen auf die Armutsbekämpfung. Und das ist auch gut. Auch das fordern Sie in Ihrem Antrag ein. Wie gesagt, auch das ist schon längst auf dem Weg der Umsetzung. Die Grunderkenntnis von jeglicher Sozialpolitik ist und bleibt aber, dass die beste Absicherung folgende ist, nämlich dass die Wirtschaft läuft und die Menschen Arbeit haben. Und nehmen Sie abschließend das Beispiel Polen. Polen ist 2004 in die Europäische Union eingetreten, hat nicht mal 10 Jahre später sein Pro-Kopf-Einkommen verdoppelt und die Arbeitslosigkeit halbiert. Was wir von der CDU-CSU-Fraktion in den Vordergrund stellen, wenn wir uns über das Thema europäische Sozialpolitik unterhalten, ist in allererster Linie, dass wir uns für einen starken Binnenmarkt einsetzen, globale Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft. Kollegin, das ist unser Konzept, wenn es um Kollegin Europa Leikert, geht. Dafür Sie können gerne wir weitersprechen, lehnen, tun das aber auf Antrag Kosten ab. Ihrer Fraktion. Antizipiert. Herzlichen Dank. Ja. Das Wort hat der Abgeordnete Martin Hebner für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, soziale Absicherung europaweit garantieren. Aber natürlich, und warum den Weltfrieden nicht auch gleich mit garantieren? Oder E-Mercedes für alle Menschen oder Strom aus der Steckdose, habe ich es gerade noch vergessen. Der Titel des Antrags hört sich so gut an, so gut wie ein Versprechen von Finanzdienstleistern. Und bei diesem Antrag der Grünen gilt, je schöner der Titel, desto apokalyptischer der Inhalt. Der Inhalt des Grünen Antrags ist eine europaweite Verschleuderung von Rücklagen der deutschen Arbeitnehmer. Da steht, wie auch der Versicherungsverträgen üblich, im Kleingedruckten, Zitat, bei der Schaffung und Umsetzung sollen die ökonomisch Schwächeren durch die stärkeren Mitgliedstaaten unterstützt werden. Kurz und klar, die Sozialbeiträge der deutschen Arbeitnehmer wollen Sie in alle Welt in die EU verteilen. Wir nicht. Die Grünen wollen neben der Übernahme der Schulden für Euro-Pleitestaaten, Target-2-Salden, der Kohäsionsfonds und vielen weiteren Transfers die deutschen Arbeitnehmer auch noch zur Ader lassen. Das ist eine sozialistische Verteilungsidee, mit der wir in keiner Weise übereinstimmen. Denn wir Deutsche, wir haben uns bereits als Land eines der mit der höchsten Abgabensteuerlast laut OECD belasteten, haben bereits laut OECD gar nicht für den anstehenden demografischen Wandel, die stärkeren geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in Rente, vorgesorgt. Wir haben bereits heute europaweit die geringsten Rentenzahlungen im Alter. Die deutschen Privathaushalte sind bewiesenermaßen durch eine Studie der Europäischen Zentralbank fast die ärmsten in Europa. Der Reichtum der Deutschen besteht in der Leistungsfähigkeit, aber leider nicht in ihrem Vermögen. Und jetzt wollen Sie, Grüne, auch noch Sozialabgaben der Arbeitnehmer in Deutschland verschleudern. Nicht genug, dass seit 2015 laut statistischer Erhebung dieser Regierung, Quelle des Statista, über 5 Millionen Menschen ins Land eingewandert sind, darunter weite Teile unberechtigter Asylanten plus noch kommender Familiennachzug. Und laut Aussage von der Weise, ehemals BAMF, sind 80% der Asylmigranten am Arbeitsmarkt weder einsetzbar noch vermittelbar. Und jetzt sollen die Bürger in unserem Lande noch weiter EU-weit zur Kasse gebeten werden. Sie nennen das Solidarität. Wir nennen das Enteignung. Solidarität ist gerade keine einseitige Sache. Solidarität setzt Leistungsbereitschaft, Leistungswillen und auch Leistungsgerechtigkeit im Wesentlichen voraus. Ansonsten ist es keine Solidarität, sondern es ist ein verlorener Zuschuss, wie das im Subventionsbetrieb sprachlich korrekt bezeichnet wird.
Sie wollen die Menschen, die in Deutschland bereits ihre Beiträge im Voraus auf spätere Sicherheit leisteten, zu bloßen Zahlmeistern für jedermann degradieren. Das geht gegen jede Leistungsgerechtigkeit. Das bloße Ausbluten, das in dem Fall dieses Staates, erfolgt dann aus Ihrer Sicht solange wir in Deutschland noch zahlungsfähig sind. Und daran arbeiten Sie. Wir Deutsche sollten schon heute viel mehr in dem Falle aus der Rentenkasse die ältere Generation bekommen, als eingezahlt wird. Das heißt, also in dem Falle, wir haben momentan definitiv im Alter eine riesige Problematik der Altersarmut. Und der Lebensabend ist heute schon bereits nicht ausreichend ausgestattet. Unsere Bürger verarmen, was immer weniger kaschiert werden kann, genauso wie die Infrastruktur Deutschlands immer mehr vernachlässigt, ja geradezu verkommt. Das müssen wir ändern, und daran sollten wir rangehen. Was Ihren Antrag betrifft, so nehmen Sie ihn einfach, stecken Sie ihn in den Papierkorb und recyceln Sie ihn bitte nicht. Denn wir sollten mal zur Abwechslung gemeinsam an die hiesige, arbeitende Bevölkerung denken. Herzlichen Dank. Martin Hebner war das für die AfD-Fraktion. Und jetzt kommt hier Angelika Klöckner für die SPD ans Rednermikro. Sie sitzt im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute reden wir über einen Antrag der Bündnis 90 der Grünen für bessere Sozialstandards in allen europäischen Mitgliedstaaten. Ein gutes Thema. Der Koalitionsvertrag sieht vieles vor, was wir auch schon umgesetzt haben, um Verwerfungen, sozialen Verwerfungen in Europa zu entgegnen. Dass wir vieles umgesetzt haben, hat Herr Strengmann-Kuhn uns, die Europäische Kommission, in ihrem Länderbericht bestätigt. Und wenn ich an Brückenteilzeit denke oder beispielsweise Mindestlohn oder auch viele Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann wirkt es bei den Menschen ganz konkret und verbessert ihre Lebenslagen. Aber eben nur in Deutschland und nicht in der Europäischen Union, nicht EU-weit. Und hier sage ich ganz klar, uns als SPD-Fraktion geht vieles zu langsam und auch vieles nicht weit genug. Und ich möchte Ihren Antrag nutzen, um auch mal auf einige Punkte hinzuweisen, die uns wichtig sind und die wir eben nicht nur in Sonntagsreden nur hier vertreten, sondern die wir auch stringent verfolgen, zuletzt in unserem Europawahlprogramm. Ich sage ganz deutlich, es gibt die europäische soziale Richtlinie, die verkündet wurde, und hier stehen wir für eine soziale Agenda mit verbindlichen Mindeststandards für alle europäischen Mitgliedstaaten, und zwar im Bereich der Mindestlöhne, auch in der Bereich der Grundsicherungssysteme. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat schon vor längerem ein kluges Modell vorgeschlagen, in dem er sagt, er möchte einen europäischen Fonds einrichten, in den die Mitgliedstaaten, in denen es ihnen wirtschaftlich gut geht, einzahlen können und dann, wenn Beschäftigungskrisen kommen, eben aus diesem Fonds ihre finanzielle Unterstützung abrufen können für ihre eigenen nationalen Arbeitslosenversicherungen. Und es ist ein großer Vorteil für die Menschen, denn es hilft, dass in Zeiten, wo es ihnen ohnehin schwierig ist und nicht gut geht, nicht noch zusätzliche Sozialleistungen gekürzt werden müssen. Das ist ein guter Vorschlag, und den unterstützen wir. Aber wir wollen auch im Bereich der Arbeitsbedingungen und im Bereich des Arbeitsschutzes viel verbessern. Und deswegen brauchen wir starke Betriebsräte in den Betrieben. Wir brauchen eine Stärkung der Tariftreue. Und wir wollen die Unternehmen belohnen, die sich tariftreu zeigen, beispielsweise ganz konkret durch verstärkte Berücksichtigung in Abgabeverfahren. Das ist ein wichtiger Punkt, denn damit verhindern wir innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union, Tarifflucht und Mitbestimmungsflucht. Und lassen Sie mich über Digitalisierung sprechen. Wir sehen die Digitalisierung als Chance, aber wir sagen auch, Digitalisierung muss allen nutzen, den Unternehmen und den Beschäftigten. Und deshalb sagen wir Ja zu modernen Arbeitszeitmodellen. Aber wir sagen ja, Nein, dass immer mehr Beschäftigte quasi wie Tagelöhner auf Abruf für ihre Arbeit bereitstehen müssen. Und wir sagen Nein, dass Beschäftigte 24 Stunden lang online für ihre Unternehmen verfügbar sein müssen. Und da sagen und fordern wir, wir brauchen europäische Regeln. Und genauso überfällig sind auch Regelungen
Für Online-Plattformen, die gilt es einfach vom Markt auszuschalten, wenn ihr Geschäftsmodell darin besteht, dass sie sich Wettbewerbsvorteile verschaffen, indem sie permanent Mindeststandards unterlaufen. Das sind klare Positionen von uns und keinesfalls nur in Sonntagsreden zu finden. Und bei allem, was wir sagen, muss ich auch ganz klar darauf hinweisen, wir müssen immer an die Menschen mit Behinderungen denken. Das Thema Inklusion begleitet alle Themen, auch europaweit. Und deswegen fordert die SPD einen Masterplan für europäische Inklusion, um das Leben, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen europaweit zu verbessern. Davon habe ich in Ihrem Antrag, ehrlich gesagt, nichts gelesen. Ja, und ich sage auch, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns auf das konzentrieren, was wesentlich ist. Es wurde vielfach gesagt, Armut und Ausbeutung entgegenzuwirken, das macht die Menschen, die Akzeptanz bei den Menschen in der Europäischen Union größer. Das verstärkt das Vertrauen, weil sie die Vorteile einer Europäischen Union spüren. Und abschließend will ich auch sagen, zum Punkt, bei meinem letzten Satz, es geht nicht nur darum, mit einem sozialeren Europa nationalistische und populistische Tendenzen zu verhindern. Schauen Sie nach draußen und sehen Sie, was sich in der Welt tut. Wir brauchen eigene europäische Antworten in Bezug auf die neuen Haltungen in der Welt. Und das kriegen wir nur mit einem sozialeren Europa, mit verbindlichen Mindeststandards, die den Menschen zugutekommen. Und darüber wollen wir von der SPD mit Ihnen reden. Vielen Dank. Sagt Angelika Klöckner eben für die Sozialdemokraten. Und hören wir mal, was die FDP zu sagen hat, der Abgeordnete Karl Julius Kronenberg. Des Redebeitrages ersetzt diesen Punkt nicht. Und wir gehen mit allen Fraktionen gleich um. Das heißt, Sie sprechen nach meiner Ermahnung in jedem Fall auf Kosten der nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen Ihrer Fraktion. Das Wort hat der Abgeordnete. Das war jetzt nur noch mal die Ermahnung, die Redezeiten einzuhalten. Also jetzt aber Karl Julius Kronenberg für die. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen eröffnet den Europawahlkampf, Katja Leikert hat darauf hingewiesen, mit einem Antrag mit dem schönen Titel Für ein Europa, das schützt. Wie könnte man dagegen sein? Nach der Einführung habe ich verstanden, was die Grünen eigentlich wollen, mehr Deutschland in Europa. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten wollen kein deutsches Europa. Wir wollen ein europäisches Deutschland. Das macht den Unterschied. Ich erahne schon die Reaktion bei unseren europäischen Partnern, wenn sie in Sozial- und Arbeitspolitik ihr Heil an den Vorstellungen der deutschen Grünen finden sollen. Mehr Zusammenhalt in Europa erwarte ich da jedenfalls nicht. Was meinen Sie eigentlich genau mit dem Satz, ich zitiere, Arbeits- und Sozialstandards sind unterentwickelt? Finden Sie, die sind in China, den USA oder in Indien weiterentwickelt? Europa erwirtschaftet mit 7% der Weltbevölkerung 23% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und steht für 40% der weltweiten Sozialausgaben. Meine Damen und Herren, das ist nicht unterentwickelt, das ist der Erfolg von sozialer Marktwirtschaft. Ist deswegen alles in Ordnung? Nein, natürlich nicht. Arbeits- und Sozialstandards sind immer weiter zu entwickeln. Die Vorrednerinnen sind darauf eingegangen. Allein schon deswegen, weil sich Technologien und Märkte stetig ändern. Allerdings haben wir uns in der EU dazu entschieden, die Ausgestaltung der Souveränität, der sozialen Sicherung in der Souveränität der Mitgliedstaaten zu belassen. Und zwar aus gutem Grund. Sozialleistungen sind der größte Posten im Haushalt. Beitrags- oder steuerfinanziert und immer extrem eng miteinander verwoben. Da aber die EU keine Steuern erhebt, fehlt ihr schlichtweg die demokratische Legitimation, in die Arbeits- und Sozialsysteme einzugreifen. Einzige Ausnahme ist die Koordinierung grenzüberschreitender Tatbestände. Wer also einen europäischen Sozialstaat fordert, der verletzt das Prinzip der Subsidiarität und delegitimiert damit Europa. Das schafft keinen Zusammenhalt, das spaltet. Wie wollen Sie beispielsweise unseren Nachbarn in Tschechien erklären, dass sie jetzt so etwas wie das französische Revenu de Solidarité aktiv einführen sollen? Ja, Tschechien hat 2,3% Arbeitslosigkeit, Frankreich 9. Tschechien hat 34% Staatsverschuldung, Frankreich 100%. Tschechiens Wirtschaft wächst um 3%, Frankreichs gerade mal um die Hälfte. Tschechien befindet sich mitten in der Aufwärtskonvergenz, genau wie viele andere Länder in Ost-, Nordost- und Südosteuropa. Wir sollten sie nicht dabei stören.
Oder nehmen wir die Forderung europäischer Mindestlohnrahmen. In Österreich gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Wollen Sie die zwingen? Obwohl Österreich hohe Sozialtransfers und Standards hat, niedrige Arbeitslosigkeit, ein großzügigeres Rentensystem? Ja? Oder geht es in Wahrheit darum, durch die politische Hintertür den deutschen Mindestlohn auf über 12 Euro zu hieven und die unabhängige Mindestlohnkommission zu entmachten? Da finde ich die Linken schon ehrlicher, die das direkt fordern mit den 12 Euro. Sie fordern gleichen Stellenwert für soziale Rechte wie für wirtschaftliche Freiheit. Da geht der Vertrag über die Europäische Union doch heute schon deutlich weiter. Artikel 3 steht, dass die soziale Marktwirtschaft dem Ziel des sozialen Fortschritts zu dienen hat. Was wollen Sie denn noch mehr? Entscheidend ist doch nur, dass wir die Sozialtransfers dann auszahlen können, was vorher erwirtschaftet wurde. Solide Finanzen in Staatshaushalt und sozialen Sicherungssystemen sind Voraussetzung für soziale Sicherheit. Schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Griechenland. Die haben hohe Schulden und hohe Arbeitslosigkeit. Das taugt doch auch nicht. Der Zusammenhalt in Europa ist uns wichtig. Ich rate auf Bevormundung und Besserwisserei zu verzichten, stattdessen auf Mehrwert und Aufwärtskonvergenz zu setzen. Respektieren wir die Souveränität in der Arbeits- und Sozialpolitik und nutzen wir die Chancen des größten Binnenmarkts der Welt. So stärken wir Zusammenhalt in Europa, den wir uns alle wünschen. Karl-Julius Kronenberg war das für die FDP. Er sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Aber das ist natürlich ein Thema auch für die Europapolitiker. Alexander Ulrich beispielsweise, der sitzt für die Linke im Ausschuss für europäische Angelegenheiten. Kolleginnen und Kollegen, CDU, CSU, FDP und AfD haben mit der heutigen Debatte dem sozialen Europa eine Absage erteilt. Insoweit ist die heutige Debatte schon mal gut, dass wir mit diesen Klarheiten in den nächsten Wochen gehen. Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise ist ja die Europäische Union in einer Dauerkrise. Und die Krisenbewältigung hat ja auch dazu geführt, dass dieses Europa nicht sozialer geworden ist, sondern unsozialer. Denn in den betroffenen Mitgliedsländern ist Arbeitslosigkeit gestiegen, der soziale Abstieg hat sich vergrößert. Und die europäische Realität war für diese Menschen so, dass diese Verschlechterung auch durch Europa, durch die Troika verordnet worden ist. Sie empfinden diese Art der europäischen Politik nicht als Lösung ihrer Probleme, sondern mit als Ursache ihrer Probleme. Und wir verlieren auch mit dieser Art der Politik das Vertrauen in diese EU. Ich möchte zurückgehen an den Beginn der Juncker-Kommission. Als er damals seine Kommission vorgestellt hat, hat er gesagt, es wäre die Kommission der letzten Chance. Er hat gesagt, wir haben nur dann Erfolg, wenn wir die Europäerinnen und Europäer näher an Europa heranbringen. Und er sagte sogar, er wolle ein Europa mit einem sozialen AAA-Rating. Das sei genauso wichtig wie ein wirtschaftliches und finanzielles AAA-Rating. Das war zu Beginn. Und heute müssen wir leider feststellen, diese letzte Chance hat die EU bisher nicht genutzt. Mit einer Politik der Privatisierung, des Sozialabbaus und der Marktradikalisierung hat die Armut und die soziale Spaltung in den letzten Jahren noch mehr zugenommen. Und Schuld daran hat auch diese Bundesregierung in Deutschland, die in Persona Merkel und Schäuble diese unsoziale Politik nach Europa getragen hat. Die Troika hat in die Tarifautonomie verschiedener Länder eingegriffen, damit das Lohnniveau gesenkt wird. Sie hat den Wettbewerb nach unten in der ganzen EU verschärft. Das, was Flexicurity genannt wird, zielt darauf, Tarif- und Sozialstandards abzusenken. So wie diese EU aufgestellt ist und so wie auch diese Bundesregierung in der EU-Politik agiert, kommen dabei nur mehr Niedriglöhne, prekäre Arbeit, Zunahme von Armut und Umverteilung von unten nach oben zustande. Diese Politik muss auch beim Europatag am 26. Mai abgewählt werden. Und die Folgen sind ja auch sehr gravierend. Wenn man sich die Zahlen noch mal anschaut, ist inzwischen jeder fünfte EU-Bürger von Armut bedroht oder arm. Und der größte Skandal, 25 Millionen Kinder leben in einkommensschwachen Haushalten. Wer da davon redet, dass diese EU Wohlstandsgewinne für alle oder Wohlfahrt für alle bringt, verkennt diese Realitäten. Und deshalb muss klar sein, wir müssen aufhören mit einer Politik, die nur die Banken und die Großwirtschaft und die Kapitalseite in den Mittelpunkt drückt, sondern wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt drücken und ihre Bedürfnisse. Der Antrag der Grünen geht in die richtige Richtung. Man könnte auch sagen, es ist sozusagen ja vieles von unserem Wahlprogramm drin. Und deshalb können wir diesen Antrag auch unterstützen. Aber, Herr Strengmann-Kuhn, eins müssen Sie natürlich trotzdem irgendwann auch beantworten. Sie robben sich ja mit Ihrer Parteiführung fast täglich
an die CDU-CSU ran für eine große Koalition. Und Sie haben ja heute auch gemerkt, mit der CDU-CSU kriegen Sie diese Politik nicht umgesetzt. Deshalb wäre es gut, wenn wir nicht nur vom sozialen Europa in Wahlkämpfen reden, sondern auch in den 5 Jahren dazwischen, wie es meine Partei und Fraktion Die Linke macht. Und dass diese Politik auch schlimme Auswirkungen hat, sieht man ja auch, dass diese Spaltung und dass immer mehr Menschen abgehängt sind, das führt ja genau dazu, dass Rechtspopulisten so erfolgreich sind, auch in Deutschland. Und deshalb sage ich ganz deutlich, wenn wir den Rechtspopulisten in Europa und in Deutschland das Wasser abgraben wollen, brauchen wir eine Politik für mehr soziale Gerechtigkeit. Wer das nicht macht, wird genau diesen im Prinzip zu weiteren Wahlerfolgen helfen. Deshalb muss endlich auch CDU, CSU und FDP erkennen, was hier in Europa schiefläuft. Herr Schlingmann-Kuhn, natürlich brauchen wir die soziale Fortschrittsklausel, die dann auch gleichgestellt wird mit den wirtschaftlichen Freiheiten. Natürlich brauchen wir einen europäischen Mindestlohn, der 60% vom Durchschnittslohn ausgeht. Natürlich brauchen wir auch Grundsicherungen bei Pflege, bei Gesundheit, bei Arbeitslosigkeit. Ja, wir wollen auch eine europäische Arbeitslosenversicherung, die gespeist wird, damit diese Länder auch in Krisenfällen auch daraus sich bedienen können. Das brauchen wir für die soziale Europa. Da haben Sie voll unsere Unterstützung. Wir diskutieren das ja auch immer im Europaausschuss. Aber was Sie natürlich in Ihrem Antrag vergessen ist, wir brauchen für eine soziale Gerechtigkeit auch Umverteilung. Wir brauchen im Prinzip auch, müssen wir deutlich machen, damit nicht die AfD mit ihrer Rhetorik Erfolg hat, der deutsche Arbeitnehmer müsste das bezahlen, was Sie fordern, müssen wir deutlich machen, soziale Gerechtigkeit und Umverteilung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen Reichtum, hohe Einkommen und Vermögen in Europa endlich stärker besteuern, damit das auch vernünftig finanziert werden kann. Und deshalb wäre es wünschenswert, wenn man vielleicht in den Ausschussberatungen das noch ergänzen könnte, wie die Finanzierungsseite aussieht. Denn noch einmal, ich glaube, dass diese Umverteilungspolitik mit dazu führt, dass die sozialen Gräben in Europa und auch in Deutschland immer größer werden. Wir müssen europäisch auch die Gewerkschaften stärken. Wir brauchen mehr europäische Tarifverträge. Wir brauchen mehr Mitbestimmung, dass auch die europäischen Betriebsräte ausgebaut werden. Alles das ist dringend notwendig und müsste auch europäisch umgesetzt werden. Deshalb komme ich zum Schluss. Wir haben am 26. Mai alle die Chance, im Prinzip einem sozialen Europa Rückenwind zu verleihen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man CDU, CSU, FDP und AfD nicht wählen sollte. Denn ein soziales Europa ist mit diesen Parteien nicht möglich. Bei SPD und Grünen ist aber auch so, wir müssen endlich wegkommen, nur kurz vor Wahlen darüber zu reden, sondern wir müssen auch nach den Wahlen endlich diese soziale Politik auch umsetzen. Denn noch ist es nicht zu spät, diesem Europa eine letzte Chance zu geben. Und wir als Linke sind relativ klar. Wir streiten für die Millionen und nicht für die Millionen. Vielen Dank. Alexander Ulrich für Die Linke. Und Die Linke, in der Tat die Integrierte, die Forderung nach einer sozialen Fortschrittsklausel ja auch bei ihrem Europawahlprogramm 2009. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Grünen werben in ihrem Antrag für ein Europa, das schützt, mit dem Leitgedanken aus der Rede von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur Lage der Europäischen Union im September 2016. Dieses Motiv wurde später auch von dem französischen Präsidenten Macron und dem österreichischen Ministerpräsidenten Sebastian Kurz für die österreichische Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 übernommen. Nun also auch die Grünen. Der vollständige Titel der damaligen Juncker-Rede lautete übrigens: Hin zu einem besseren Europa, einem Europa, das schützt, stärkt und verteidigt. Und es ist richtig, wir müssen uns aber auch dem sozialen Frieden in Europa widmen, denn dieser ist momentan in erheblichem Maße bedroht. Es ist die grassierende Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere in den südeuropäischen Ländern, die uns Sorgen machen muss. Ausgebildete junge Leute stoßen in ihrer Heimat auf einen Arbeitsmarkt, der ihnen keine Perspektive bietet. Und Ursachen hierfür sind fehlendes Wachstum und fehlende nationale Wirtschafts- und Innovationspolitik. Aktuell gutes Beispiel ist Italien. Die OECD stellt in ihrem jüngsten Bericht vom Anfang dieses Monats fest, dass Italien wirtschaftlich stillsteht. Das BIP wird 2019 schrumpfen, die Neuverschuldung steigt stärker als geplant um 2,5% und die Gesamtverschuldung auf einen neuen Rekordwert von 134%. Matteo Salvini, übrigens ein Freund der AfD, wird zum gefährlichsten Schuldenmacher Europas. Im Europawahlprogramm, ja, in Ihrem Wahlprogramm
Im Wahlprogramm der AfD ist zu lesen, sie will die Bürger vor der Eurokrise schützen. Das ist angesichts solcher Freunde einmal mehr völlig unglaubwürdig. Und die Arbeitslosigkeit wird in Italien voraussichtlich weiter steigen. Und völlig zu Recht mahnt die OECD deshalb Italien zu Strukturreformen und zur Einhaltung des Europäischen Stabilitätspaktes. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeitsplätze entstehen nur dort, wo Wirtschaft wächst. Deshalb ist klar, das soziale Europa fängt damit an, dass jedes Land seine wirtschaftspolitischen Hausaufgaben erledigt und macht. Und dazu bedarf es einer verantwortungsvollen Politik, die Wachstumsimpulse setzt, die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und neue Arbeitsplätze schafft, gerade für die junge Generation. Und was macht stattdessen die italienische Regierung? Sie gönnt ihrer Klientel soziale Wohltaten, einen üppigen Bürgerlohn, eine kostspielige Rentenreform. Sie zeigt der OECD eine kalte Schulter und denkt nicht an Umkehr. Es ist eine ungeheuerliche Verantwortungslosigkeit, insbesondere im Umgang mit dem Schicksal der jüngeren Bürgerinnen und Bürger, die heute arbeitslos sind und morgen die italienischen Staatsschulden bedienen dürfen. Kollege Hahn, nun komme ich zum Antrag der Grünen. Kollege Hahn, bevor Sie das tun, muss ich Sie fragen, ob Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion zulassen. Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Hahn, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben jetzt gerade ausgeführt und eine quasi Identität hergestellt aus Herrn Salvini und der AfD. Gleichzeitig haben wir jetzt gerade im Europarat in der Parlamentarischen Versammlung eine Diskussion, weil ausgerechnet auch noch insbesondere die EVP die Strategie verfolgt, dort alle Parteien, die dort vertreten sind in dieser großen Versammlung, in eine europäische Parteienfamilie zu zwingen, beziehungsweise nur dann Fraktionsbildungen zuzulassen, wenn sie einer europäischen Parteienfamilie angehören. Dagegen sind wir. Ist es überhaupt Teil Ihres Gedankenkonstrukts oder Ihrer Vorstellungskraft, dass man in Europa mit anderen Parteien redet, ohne deren Inhalte zu teilen? Dass man Unterschiede hat und dass man auch das gesamte Konzept europäischer Parteienfamilien ablehnen könnte, weil wir eben genau nicht dafür stehen, dass alle das Gleiche vertreten, sondern weil wir dafür stehen, dass jede Partei in jedem einzelnen Land für jeden einzelnen ihrer Bürger das Beste versuchen muss rauszuholen. Das ist doch die Position echter souveräner Zusammenarbeit in Europa und nicht, dass von oben nach unten Dinge vorgegeben werden und dann quasi Identitäten zwischen unterschiedlichen Parteien in unterschiedlichen Ländern existieren, wie Sie das gerade hier angedacht und insinuiert haben. Ist das im Rahmen Ihrer Vorstellungskraft? Herr Kleinwächter, Herr Kollege, ich weiß jetzt nicht, was Ihre Zwischenfrage mit der Überschrift soziale Absicherung europaweit zu tun hat, aber ich will Ihnen trotzdem antworten, denn tatsächlich ist sozusagen innere Substanz von Demokratie, dass man sich miteinander auseinandersetzt und miteinander auch redet, auch unterschiedliche Parteien miteinander reden, selbstverständlich, gar keine Frage. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass Sie am liebsten mit denen reden, die eben Europa rückabwickeln wollen, die Europa wieder zu den Nationalstaaten bringen wollen, die uns den Frieden, die Freiheit und den Wohlstand Europas gefährden. Und das wollen wir Ihnen jedes Mal auch wieder entsprechend deutlich machen und den Bürgerinnen und Bürgern, denn bei dieser Europawahl geht es darum, genau dagegen anzukämpfen. Aber nun zum Antrag der Grünen. Die Gedanken der, und das hat die Kollegin Katja Leikert schon ausgeführt, die Gedanken der Subsidiarität und der Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten für ihre Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik kommen in ihrem Antrag praktisch nicht vor. Sie wollen stattdessen alles harmonisieren und einen neuen Topf schaffen, eine neue europäische Arbeitslosenversicherung, also wieder neue Umverteilung statt Innovation. Und dabei müsste die Eigenverantwortung doch der Ausgangspunkt sein, insbesondere in der Arbeits- und Sozialpolitik. Und wenn die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten im Sinne der Subsidiarität verneint wird, haben die Populisten auf beiden Seiten des politischen Spektrums leichtes Spiel, die Schuld für die wirtschaftliche Misere in den Ländern auf Brüssel zu schieben und die Axt an den Zusammenhalt Europas zu legen. Und das wäre grob fahrlässig. Es ist ein gutes politisches Prinzip der EU, nach dem Subsidiaritätsgedanken die Verantwortung dort zu verorten, wo die Probleme am besten gelöst werden können. Und deshalb ist klar, die Mitgliedstaaten bleiben für die sozialen Sicherungssysteme, Regulierungen zum Mindestlohn oder der Altersvorsorge selbst verantwortlich. Und eine europäische Arbeitslosenversicherung kommt für CDU und CSU deshalb nicht in Frage.
Genauso wenig wie eine unverantwortliche Erleichterung beim Zugang in unsere sozialen Sicherungssysteme. Und die europäische Ebene muss sich auf Grundstandards bei Arbeitnehmerrechten konzentrieren. Zudem müssen wir die Mobilität von Arbeitnehmern in der EU weiter verbessern, möglichst unbürokratisch gestalten und besser koordinieren. Dabei gilt es auch, den Missbrauch der sozialen Systeme zu bekämpfen, insbesondere beim Kindergeld. Die europäische Erfolgsgeschichte wollen CDU und CSU fortschreiben, mit soliden Finanzen, mit verlässlichen sozialen Sicherungssystemen, Förderung von privaten Investitionen und Reformen für Wachstum und Beschäftigung. Und in den kommenden 5 Jahren sollen so 5 Millionen neue Arbeitsplätze in ganz Europa entstehen. Das ist unser Europa, das schützt und den Zusammenhalt in Europa stärkt. Herzlichen Dank. Florian Hahn, der europapolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Und jetzt hören wir Jörg Schneider für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Soziale Absicherung EU-weit, das möchten die Grünen. Nun, ich denke, wenn es jetzt üblich wäre, dass man in Frankreich und Spanien studiert, danach in Deutschland, Italien arbeitet und seine Rente dann vielleicht abwechselnd in Finnland und in Griechenland genießt, dann würde das ja vielleicht noch Sinn machen. Aber so ist es doch nicht. Gerade mal 2% der Bürger der Bundesrepublik Deutschland leben im EU-Ausland. Und die wenigen, die tatsächlich solche internationalen Biografien haben, das sind doch in aller Regel sehr gut ausgebildete Menschen, die auch gut verdienen, die deswegen gar nicht auf die Sozialleistungen angewiesen sind. Ja, für wen brauchen wir dann Sozialsysteme? Nun zum Beispiel für die Menschen, die schon allein in ihrem Heimatland Probleme haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und deren Probleme sollten wir bitte schön nicht zentral lösen, sondern in den Heimatländern. Deswegen sagen wir ganz klar Nein zu einer europäischen Sozialversicherung. Sozialversicherung und letztendlich auch Sozialgesetzgebung muss weiterhin nationale Aufgabe bleiben, meine Damen und Herren. Die Grünen wünschen sich Mindeststandards im Gesundheitssystem. Aber es ist doch gerade eine Errungenschaft der EU, die dort im Moment die Axt anlegt. Ich spreche von der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die hat nämlich katastrophale Folgen. Ärzte verlassen in Scharen Rumänien. Rumänien hat mittlerweile die geringste Ärztedichte in der EU. Nutzt uns das? Ich sag's mal so. Wenn ein Arzt aus Rumänien nach Deutschland auswandert, dann hat Rumänien einen Arzt weniger und wir haben einen Hilfskrankenpfleger mehr, denn der ist ja auf Jahre hinaus allein aufgrund sprachlicher Defizite hier nicht einsetzbar als Arzt. Es ist letztendlich die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die genau unsere Standards gefährdet. In Rumänien dadurch, dass dort Ärzte fehlen und hier bei uns dadurch, dass wir immer mehr Ärzte haben, die im Grunde genommen Deutsch nicht vernünftig sprechen können. Die EU ist hier nicht ein Teil der Lösung. Die EU ist hier ganz klar das Problem, meine Damen und Herren. Und dann sagen Sie, die EU soll zur Garantin sozialer Rechte werden. Wenn ein Staat Mitglied der EU werden will, dann muss er die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen. Dazu gehört auch eine demokratische Ordnung. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ein Staat hat diese demokratische Ordnung nicht, dann hat er in der EU nichts verloren. Oder er hat diese demokratische Ordnung, ja dann bitteschön sollen doch die Menschen in diesem Land darüber entscheiden, wie viel Sozialstaat sie möchten. Und dann gibt es vermutlich noch eine dritte Möglichkeit. Am grünsozialistischen Wesen soll die EU genesen. Ihnen ist es nämlich vollkommen egal, was die Menschen in den einzelnen Mitgliedsländern wollen. Sie wollen per EU-Verordnung ihre Vorstellung von Sozialpolitik in allen 28 EU-Ländern durchpeitschen, egal ob die Menschen das wollen oder nicht. Das ist das grünsozialistische Europa. Es ist zentralistisch, es ist bürgerfern und es ist vor allen Dingen undemokratisch. Wir von der AfD, wir stehen für ein Europa, das bürgernah ist. Wir stehen für ein Europa der freien Vaterländer und wir stehen vor allen Dingen für eine demokratische EU. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Ich danke Ihnen. Das Wort hat die parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein Europa, das schützt. Der Kollege Hahn hat schon darauf hingewiesen.
Das ist eine Überschrift, die wir uns in der Großen Koalition gerne zu eigen machen. Und sie ist umgesetzt durch unseren Koalitionsvertrag mit einem sehr prominenten Europakapitel 1, das ehrgeiziger als in irgendeinem anderen Koalitionsvertrag der Bundesrepublik Deutschland je zuvor sich zu diesem starken Europa mit ehrgeizigen Reformzielen bekennt. Diese Bundesregierung ist jetzt seit gut einem Jahr im Amt und wir haben vor, noch eine Weile im Amt zu bleiben. Und darum kann ich Ihnen versichern, dass wir gewillt sind, diesen Koalitionsvertrag auch mit dem Artikel 1 glaubwürdig und konsequent umzusetzen, Schritt für Schritt. Und darum, lieber Kollege Dr. Strengmann-Kuhn, Sie haben hier vorhin von einer von Sonntagsreden gesprochen. Und das, mit Verlaub, finde ich, wird dieser Bundesregierung mit ihrer Europapolitik nun wirklich nicht gerecht, weil ein Koalitionsvertrag ist ein Vertrag und keine Sonntagsrede. Wir arbeiten seit 12 Monaten gemeinsam in enger Abstimmung zwischen Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz und, was ganz wichtig ist, im permanenten Dialog mit unseren französischen Freunden daran, die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften und damit auch die Finanzkraft für ein soziales und solidarisches Europa durch die nötigen Reformen zu stärken. Und wir befinden uns damit ja auch auf der Basis dessen, was am 18. November 2017 beschlossen worden ist, nämlich der Beschluss zur europäischen Säule sozialer Rechte, die wir als Kompass für uns nehmen. Ich möchte zitieren aus dem Koalitionsvertrag, für alle, die das nicht mehr so im Kopf haben, soziale Grundrechte, Zitat, insbesondere das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit am gleichen Ort in der EU wollen wir in einem Sozialpakt stärken. Wir wollen faire Rahmenbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine bessere Koordinierung der Arbeitsmarktpolitik. Und hinterher heißt es, auch Zitat, wir wollen einen Rahmen für Mindestlohnregelungen sowie für nationale Grundsicherungssysteme in den EU-Staaten entwickeln. Einen Rahmen, wohlgemerkt. Wer konsequent gegen Lohndumping und soziale Ungleichheiten in wirtschaftlich schwächeren Ländern in Europa kämpft, sichert auch den Sozialstaat und die soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Und wir haben in intensiven Verhandlungen mit Präsident Macron und Le Maire schon in Meseberg im Juni 2018, das war nur wenige Monate, nachdem diese Regierung ins Amt kam, uns verbindlich verständigt auf wichtige Schritte, auf einen Fahrplan mit einem eigenen Eurozonenhaushalt. Wir haben uns auf Pläne verständigt zur weiteren Stabilisierung des europäischen Bankensektors, der Bankenunion. Wir haben Vorschläge zur Fortentwicklung des europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Und es gibt auch in Meseberg einen Prüfauftrag für eine Arbeitslosenrückversicherung als EU-Fonds. Ein Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz, der bislang zwar noch nicht in der Bundesregierung einhellig geteilt wird, das ist richtig, und der auch nicht im Dezember, wie die anderen Dinge, auf dem Euro-Gipfel verabredet worden ist, aber der auch nicht in der Versenkung verschwunden ist. Und wie gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen länger miteinander regieren. Allerdings, auch wenn die Grünen jetzt in ihrem Antrag in dem Punkt 8 diesen Vorschlag quasi abgeschrieben haben, das Urheberrecht bleibt schon beim Finanzminister. Klar ist aber, und das muss ich jetzt sagen, Frau Kollegin Leikert, das hatte ich gar nicht vor, aber jetzt muss ich sagen, weil hier doch wieder fälschlicherweise gesagt worden ist, dass eine Arbeitslosenrückversicherung ein Weg angeblich in die Transferunion wäre, möchte ich Folgendes festhalten. Klar ist, dass es kein Transfersystem ist, sondern ein Rückversicherungssystem mit klaren Regeln als Basis. Klar ist auch, dass es keine Umverteilung zulasten, deutscher Steuer- oder Beitragszahler ist. Klar ist, dass den Anspruch auf ein Darlehen nur diejenigen haben, die selbst in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Und es soll darum einen Anreiz bilden, dass in den Ländern, wo es noch keine eigene nationale Arbeitslosenversicherung gibt, die in nationaler Souveränität genau die aufbauen. Und damit ist das ein System, das den Respekt vor nationalen Regierungen gerade gewährleistet. Ich habe die Uhr angehalten, aber ich muss auch die Chance haben, Sie Ihnen die Frage zu stellen, ob Sie eine Frage oder Bemerkung von den Grünen zulassen. Von wem? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Von den Grünen, ja. Anja Heiduk fragt für die Grünen. Vielen Dank für die Gelegenheit, die Zwischenfrage zu stellen. Frau Staatssekretärin, wenn Sie uns mit Blick darauf kritisieren oder uns ermutigen, doch einfach darauf zu vertrauen, dass diese Regierung noch lange arbeiten will und die Punkte schon abgearbeitet werden, dann möchte ich doch auf den Umstand jetzt noch mal zu sprechen kommen, was Sie gerade zu einer europäischen Arbeitslosenversicherung gesagt haben. Uns ist sehr wohl bekannt, dass Finanzminister Scholz und die Sozialdemokratie Sympathien für diese Idee haben. Aber mir ist bisher nicht bekannt und bestätigt worden, dass das auch konsequent im Rahmen Ihrer Regierung weiterverfolgt wird. Wenn Sie das jetzt hier so vortragen, dann möchte ich fragen, ist es so, dass die Idee einer Arbeitslosenrückversicherung, wie wir sie im Antrag skizziert haben, durch Ihr Regierungshandeln in dieser Legislaturperiode weiter vorangetrieben wird? Können Sie das für die Große Koalition sagen? Ja, liebe Kollegin Heiduk, ich habe das, glaube ich, eigentlich schon beantwortet, aber ich will es gerne noch einmal betonen. Ich habe nämlich gesagt, dass das vorgebracht worden ist im Meseberg, dass Meseberg auch einen Prüfauftrag gestellt hat, gemeinsam in der Großen Koalition, dass es nicht Gegenstand von Regierungshandeln im Moment ist und dass dieser Vorschlag trotzdem nicht in der Schublade verschwunden ist. Und warum ich das so gesagt habe, das will ich Ihnen auch sagen, Kollegin Heiduk, weil letzten Endes wir uns ja in vielen Bereichen auf europäischer Ebene immer noch mitten in Verhandlungen befinden. Und ich habe ja einige Stichworte schon gesagt, also die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion, des EMM, die ESM, die Bankenunion, auch der Aufbau eines Eurozonenbudgets, das sind ja alles Dinge, die wir uns gemeinsam mit Frankreich vorgenommen haben und die natürlich nicht über Nacht vervollkommnet werden. Und ich will nur darauf hinweisen, was ich im Haushaltsausschuss gestern schon getan habe, dass wir 2020 in der zweiten Jahreshälfte als Deutsche die EU-Ratspräsidentschaft haben werden. Das ist nach der Europawahl, das ist nach Inkrafttreten einer neuen Kommission. Und dann wird letzten Endes in Europa es darauf ankommen, diese Dinge gemeinsam zusammenzuführen. Und dann werden wir uns auch auf Augenhöhe mit allen anderen 26 Partnern auf ein Gesamtpaket verständigen müssen. Und ob das dann da eine Rolle spielt oder nicht, ich würde mir das wünschen und die Kollegen von der Union vielleicht nicht, aber wir müssen am Ende zu guten Lösungen für Europa kommen und da mag das ein Baustein sein, denn der Satz sei mir noch gestattet. Ich glaube, es ist für jeden erkennbar gewesen, dass Emmanuel Macron jetzt im März mit seinem Artikel, den er veröffentlicht hat, doch das soziale eindeutig stärker betont hat als in der Rede von Sorbonne. Und insofern weckt das bei uns die Hoffnung, dass da auch mehr geht, als man am Anfang vermutet hat. Frau Staatssekretärin, ich habe jetzt die Situation, dass Sie es geschafft haben, noch zwei weitere Wortmeldungen zu generieren. Gleichzeitig bin ich gehalten, dafür zu sorgen, dass die Redebeiträge sich hier nicht verdoppeln oder verdreifachen. Es haben sich gemeldet der Abgeordnete Hebner aus der AfD-Fraktion und die Abgeordnete Brandner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wenn Sie das überhaupt zulassen, dann würde ich dafür plädieren, dass beide jeweils maximal sich auf eine Minute beschränken. Und wenn es irgendwie geht und die Antwort auch in einer Minute möglich ist, wäre das wunderbar, damit Sie dann zum sicherlich auch absehbaren Ende Ihres Beitrages kommen können und wir in der Debatte vorankommen. Also ich glaube, dass ich der Mehrheit jetzt im Parlament, dass ich die auf meiner Seite habe, wenn ich sage, mit Blick auf den langen Debattentag und dass ich ja die Antwort von Frau Heiduk beantwortet habe, dass vielleicht alle Kollegen Verständnis dafür haben, wenn ich jetzt einfach fortfahre. Ich habe auch nur noch gut eine halbe Minute. Darum will ich den Gedanken zu Ende führen und sagen, weil ich hatte ja gerade dargestellt, was eine Arbeitslosenrückversicherung ist. Also nur die Länder, die eine Arbeitslosenversicherung haben und nur die Länder, die in diese Rückversicherung eingezahlt haben, haben die Chance, überhaupt was da rauszukriegen. Und in Wahrheit soll das dazu beitragen, ein Anreiz beitragen, dass Länder, die keine Arbeitslosenversicherung haben, diese aufbauen. Und eins ist auch richtig, es ist kein Geschenk, es ist ein Darlehen. Und eins sei mir noch gestattet, die Große Koalition, es war aber eine frühere, hat in einer großen Krise 2008, 2009
große, gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir das Geld damals hatten, um das Kurzarbeitergeld zu implantieren, übrigens unter einem Arbeits- und Sozialminister Olaf Scholz. Und es hat uns in der Großen Koalition und Deutschland damals geholfen, gut durch die Krise zu kommen. Das gönnen wir doch auch unseren europäischen Nachbarn. Bettina Hagedorn, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Und in der Tat, dieser Sitzungstag bis 1.30 Uhr war angesetzt und wir hängen jetzt schon eine Stunde. Deswegen werden nicht mehr alle Zwischenfragen zugelassen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, fordern Sie die Harmonisierung der sozialen Sicherungssysteme in den einzelnen Ländern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Beispielsweise fordern Sie die Einführung einer europäischen Rückversicherung für die nationalen Arbeitslosenversicherungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, gut gemeinte Umverteilung kann auch dazu führen, dass man soziale Probleme zementiert. Und das darf nicht geschehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist es, dass Europa stark ist, wenn wir soziale Probleme verhindern, ihnen vorbeugen. Richtig ist, wenn Europa stark ist darin, soziale Probleme zu überwinden. Soziale Probleme sind in den Ländern unterschiedlich. Auch der Arbeitsmarkt ist unterschiedlich. Schon in Deutschland ist er zwischen Norden und Süden und Ost und West an vielen, vielen Stellen unterschiedlich. Der Arbeitsmarkt von Portugal ist nicht vergleichbar mit dem von Deutschland oder Luxemburg oder Rumänien. Und deshalb müssen wir Lösungen zulassen und Lösungen investieren, die passgenau sind für die konkreten lokalen Herausforderungen. Und das ist ja schon gelungen mit dem Europäischen Sozialfonds seit 1957. Passgenaue Lösung ist das, was wir brauchen, und das ist das, was den Menschen am meisten hilft. Richtig wäre es auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, und in diese Richtung argumentieren Sie ja auch, das ist der richtige Teil Ihres Antrages, dass wir beispielsweise in einen gemeinsamen Berufsausbildungsmarkt investieren, dass es möglich ist, dass die Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die Abgänger aus Ausbildungen und Hochschulen in einen gemeinsamen Arbeitsmarkt leicht eintreten können, dass sie leicht in den unterschiedlichsten Mitgliedstaaten Fuß fassen können. Das wäre richtig, denn es kann nicht sein, dass in manchen europäischen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit grassiert und in anderen Ländern die Entwicklung gehemmt ist wegen Fachkräftemangel, liebe Kollegen. Wichtig wäre es auch, in Zukunft zu investieren, zum Beispiel in den Glasfaserausbau, in den Infrastrukturausbau. Das sind Investitionen darin, dass wir soziale Probleme gar nicht erst entstehen lassen oder dass wir soziale Probleme überwinden. Das ist kluge europäische Politik. Darin sollten wir unsere soziale Politik für Europa sehen. Europapolitik muss Europa stark machen. Europa aber nicht gleich machen, das wäre nicht der richtige Weg. Vielen Dank. Pascal Kober war das für die FDP-Fraktion und ihm folgt jetzt hier Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion. Sie sitzt im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute in der Diskussion viele Vorschläge darüber gehört, wie wir es schaffen, ein sozialeres Europa, eine sozialere Europäische Union zu gestalten. Manchen kann ich zustimmen, anderen definitiv nicht. Aber je länger ich diese Debatte anhöre, umso mehr bekomme ich das Gefühl, dass man bei all diesen Vorschlägen, bei all den Maßnahmen, die jetzt heute hier auf den Tisch gelegt worden sind, das aus dem Blick verlieren, was ja eigentlich die zentrale Fragestellung sein sollte. Nämlich, wie können wir die Europäische Union so weiterentwickeln, dass unsere Bürgerinnen und Bürger in Freiheit, in Wohlstand und in Sicherheit leben können. Und der Antrag, den wir heute hier beraten, der versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben. Aber um das zu Beginn dieser Rede auch schon mal vorwegzunehmen, in der Unionsfraktion haben wir eine andere Vorstellung davon, mit welchen Reformen uns es gelingen wird, das Ziel, das ich formuliert habe, zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir ein modernes und nachhaltiges soziales Europa brauchen, damit wir die heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen können. Und damit wir sicherstellen, dass alle EU-Bürger die gleichen Ausgangsbedingungen bekommen können. Wir glauben aber auch, dass die Weiterentwicklung der sozialen Dimension der EU eben nicht dem Ziel dienen soll, dass man nationale Sozialsysteme harmonisiert und angleicht. Es muss uns vielmehr gelingen, dass die einzelnen Systeme auf Basis von gemeinsamen Prinzipien, dass wir die besser aufeinander abstimmen zum einen und mit Bezug auf die sozialen Fragen müssen wir den Menschen in den europäischen Mitgliedstaaten Minimalstandards garantieren. Und das alles muss dann unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips passieren. Ich habe gesagt Subsidiaritätsprinzip. Warum?
weil die Sozialmodelle der Mitgliedstaaten über die Jahre und Jahrzehnte hinweg unabhängig voneinander und individuell entstanden sind. Und wenn wir jetzt versuchen, einzelne Teile daraus vollständig zu verändern, das wäre ja wie wenn wir aus einem komplexen Bauwerk versuchen, eine tragende Säule zu entnehmen und dann aus einem anderen Haus eine Säule nehmen und versuchen, an diese Stelle zu setzen. Mir persönlich wäre die Gefahr, dass dann beide Häuser zusammenbrechen, ehrlich gesagt zu groß. Und deshalb glaube ich nicht, dass ein einheitlicher europäischer Sozialstaat die richtige Antwort für Europa ist. Ich wünsche mir aber, dass das Modell der sozialen Marktwirtschaft europaweit greift, dass alle EU-Staaten in Eigenverantwortung ihre Hausaufgaben machen, um am Schluss das Ziel zu erreichen, das wir in Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die EU beschrieben haben, nämlich eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. Was heißt das konkret? Konkret heißt es zum Beispiel, dass dazu gehört die Freizügigkeit des Binnenmarkts. Und in dem Rahmen muss man beispielsweise die Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer EU-weit verbessern. Wir müssen sie unbürokratisch gestalten und wir müssen sie besser koordinieren, damit wir überall in der EU zu fairen Bedingungen arbeiten können. Was wir außerdem brauchen, sind gemeinsame Grundstandards, und zwar bei den Arbeitnehmerrechten. Aber für die sozialen Sicherungssysteme, für den Mindestlohn, für die Altersvorsorge sind am Ende des Tages halt die Mitgliedstaaten selbst dafür verantwortlich. Und ich bin der Meinung, sie sollen das auch bleiben. Und wir müssen außerdem sicherstellen, dass die Freizügigkeit nicht zum Missbrauch der Sozialsysteme von einzelnen Mitgliedstaaten führt. Der Kollege Hahn hat das schon ausgeführt. Dafür brauchen wir aber eine engere Zusammenarbeit von allen Mitgliedstaaten. Und ich möchte zum Schluss noch zu einem Punkt kommen, den ich ehrlich gesagt für viel, viel wichtiger halte als die Sozialsysteme, die die Menschen auffangen. Und jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich brauchen wir soziale Absicherung, das ist schon auch wichtig. Aber aus meiner Sicht gibt es was, was noch viel wichtiger ist, nämlich dass wir uns erfolgreich darum kümmern, dass die Menschen diese Sicherungssysteme überhaupt gar nicht erst benötigen. Was wir dringend brauchen, sind Investitionen in die Zukunft der Menschen. Und deswegen ist es richtig, dass wir in den vergangenen Jahren mehr Geld gesteckt haben in Bildung, mehr Geld in Ausbildung und Qualifizierung, Erasmus Plus, Europäischer Sozialfonds, Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, all das sind Beispiele dafür. Und diese Initiativen sind es aus meiner Sicht, die die jungen Menschen tatsächlich mehr Sicherheit für ihre Zukunft geben. Deshalb müssen wir die Projekte nicht nur fortschreiben, sondern wir müssen, wenn wir in die Verhandlungen gehen um den mehrjährigen Finanzrahmen, uns dafür einsetzen, dass künftig mehr Mittel für den Bereich Bildung zur Verfügung stehen. So, und wenn es uns dann auch noch gelingt, dass wir in allen Mitgliedstaaten, auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und alle, die es schwer auf den Arbeitsmärkten haben und die unsere Unterstützung brauchen, von den genannten Förderungen profitieren können, dann ist das genau das soziale Europa, das ich mir wünsche, weil dann jeder eine Chance auf Teilhabe am Wohlstand hat und jeder sein Leben eigenverantwortlich selbst bestimmen kann. Und ich glaube, das ist es, wofür wir gemeinsam kämpfen müssen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Metin Hagverdi für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag von Bündnis 90 und Grünen, den wir heute hier beraten, wird mit Artikel 3 des EU-Vertrages eingeleitet. Das hat mich sehr gefreut, denn in Artikel 3 des EU-Vertrags erinnert uns daran, worum es geht in Europa und in der Europäischen Union. Die Union fördert den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen der Völker. Wenn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Europa und die europäische Integration in den Mittelpunkt unserer Politik stellen, dann meinen wir genau diese Ziele. Es geht uns darum, dass die Menschen bei uns in Deutschland, bei Ihnen, in Ihren Wahlkreisen, in meinem Wahlkreis, in Hamburg, Bergedorf, Harburg und Wilhelmsburg, es geht uns darum, dass diese Menschen ein gutes Leben führen können. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Frieden und ein Leben in Sicherheit, auch in sozialer Sicherheit. Darum ging es uns, als wir im Koalitionsvertrag mit der Union das Kapitel zu Europa an erste Stelle setzten und im Koalitionsvertrag die Überschrift gaben, ein neuer Aufbruch für Europa. Wir assoziieren Europa keine Geldpipeline, die in irgendwelche Länder verlegt wird, so wie das Herr Lindner und die FDP tun. Bei solchen Bildern wie Geldpipeline geht es nicht um Frieden, Freiheit und Sicherheit.
Mit solchen Bildern fördert man Nationalismus und Ausgrenzung. Mit solchen Bildern will man nicht Verantwortung für unseren Kontinent und für die Menschen in unserem Land übernehmen. Und dass Herr Lindner keine Verantwortung für unser Land übernehmen will, das ist uns ja hinlänglich bekannt, wie wir am Anfang der Legislaturperiode erfahren durften. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa ist mehr als eine Wettbewerbsgemeinschaft. Es ist mehr als die Organisation eines internationalen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraums. Es muss auch mehr sein. Denn nicht immer profitieren alle gleichermaßen von den Errungenschaften Europas und den Entwicklungen in Europa. Ich begrüße den Antrag der Grünen ausdrücklich, finde ihn aber einseitig begründet. Klar, die Finanzkrise hat zu großen sozialen Verwerfungen geführt, für die sich alle Mitgliedstaaten verantwortlich fühlen müssen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber was ist mit dem ganz normalen Strukturwandel? Der Werftenkrise, der Kohlekrise, der Krise auf dem Automobilsektor in den letzten Jahrzehnten. Wir Sozialdemokraten sind der festen Überzeugung, dass diese Krisen auch unter dem Dach Europas gelöst werden müssen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Europa mehr ist als eine reine Wettbewerbsgemeinschaft. Wir sind der Überzeugung, dass Europa eine Werte, ja auch eine soziale Gemeinschaft ist. Es kann uns nicht egal sein, ob die Jugendarbeitslosigkeit im Süden unseres Kontinents besonders hoch ist, nur weil sie in Deutschland niedriger ist. Und wir sehen in die Zukunft. Was passiert im Strukturwandel der Zukunft? Ja, wir sind positiv gestimmt, was die Digitalisierung angeht. Die Digitalisierung hat das Potenzial, unser Leben besser zu machen. Aber auch in Zukunft wird es Menschen in Europa geben, die mit den schnellen Anpassungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt nicht so schnell hinterherkommen oder sich in eine regional bestimmte Strukturkrise wiederfinden. Für diese Menschen, egal ob Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Portugals und so weiter, für diese Menschen muss Europa da sein. Viele Menschen fragen sich und zweifeln, ob sie wirklich jede Entwicklung der Zukunft mitmachen, ob sie das schaffen. Wir sehen überall in Europa, dass diese Verunsicherung Menschen auf die Straßen treibt. Diese Unsicherheit kann das europäische Projekt als Ganzes gefährden. Frau Kamm-Karrenbauer, die CDU-CSU insgesamt, tut sich schwer mit dieser Herausforderung. Aber Sie können doch nicht allen Ernstes als erste Antwort auf den französischen Präsidenten den Vorschlag eines Flugzeugträgers geben. Zum Antrag der Bündnisgrünen. Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wer soziale Sicherheit anstrebt, sollte die Menschen nicht verunsichern. Ihre Vorschläge zum Zugang zu den nationalen sozialen Sicherungssystemen sind meines Erachtens nach weltfremd und überfordern alle. Ich freue mich allerdings, dass Sie den Vorschlag von Olaf Scholz für eine Arbeitslosenrückversicherung aufgenommen haben. Eine Arbeitslosenrückversicherung ist nicht nur solidarisch, das ist vielleicht etwas untergegangen hier in unserer Runde heute, sie ist vor allem ein Beitrag zur Finanzmarktstabilität. Ich freue mich auf die weiteren Debatten im Ausschuss. Vielen Dank. Metin Hackverdi für die SPD hat hier nochmal, wie auch schon Bettina Hagedorn darauf hingewiesen, dass hier der Finanzminister das Copyright besitzt für diesen Vorschlag. Auch zur Abwicklung der folgenden Tagesordnungspunkte, unter anderem 11 Abstimmungen, hier erschienen sind. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und den folgenden zwei Rednerinnen und Rednern in dieser Debatte auch noch zu folgen. Das Wort hat die Abgeordnete Dr. Frauke Petri. Ja, wir haben einen längeren Abstimmungsmarathon dann bzw. der Bundestag vor sich. Aber jetzt noch zwei Rednerinnen hierzu. Frauke Petri, Fraktionslose. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, kurz vor der Europawahl präsentieren Sie, liebe Grüne, Ihr sozialistisches Wunschkonzert. Sie beseitigen darin nicht nur die Erfolgsrezepte dieses Kontinents, nämlich Freiheit, Leistungsbereitschaft und Wettbewerb, sondern die nationale Souveränität der Bürger gleich mit. Sie erfinden neue angebliche Rechte von Arbeitnehmern und zerstören dabei vor allem im Mittelstand gut funktionierende Partnerschaften zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, ganz ohne Gewerkschaften. Was eigentlich meinen Sie mit der Demokratisierung der Wirtschaft? Gleiche Bezahlung für Akademiker und Arbeiter, für Erzieher und Professoren, weitere Quoten, von denen Sie ja offenbar nie genug bekommen? Ihre Ideen lesen sich in weiten Teilen wie der Gründungsmythos der Deutschen Demokratischen Republik. Erst demokratisieren, dann verstaatlichen, später verfolgen Sie dann EU-Kritiker sowie einzelne DDR, Ihre Staatsfeinde und Dissidenten. Dabei haben Sie mit Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der Union, schon jetzt einen eifrigen Helfer. Wenn Sie, Herr Hahn von der CSU, sich heute für ein freiheitliches Europa der demokratischen Kontroverse ausgesprochen haben, genießen Sie dafür offenbar noch nicht einmal Rückhalt in Ihrer eigenen Partei. Es ist erschreckend, wie nur 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nach Mauertoten, vertriebenen Familien
und Unternehmern einer indoktrinierten und ideologisch gleichgeschalteten Gesellschaft die menschenfeindlichen sozialistischen Ideen in Deutschland und Europa Raum gewinnen. Ebenso erschreckend ist, dass ehemalige Christ- und Sozialdemokraten diesen Utopien mindestens in Teilen selbst auf den Leim gegangen sind und immer noch glauben, dass sie linke Ideologen dadurch zähmen können, dass sie auf allen politischen Themenfeldern vor ihren sozialistischen Blütenträumen zurückweichen. Und auch die Methoden der Durchsetzung sind die alten. Sie wollen den deutschen Steuerzahlern weitere finanzielle Lasten aufbürden. Sie sollen für mehr Europäer in die deutschen Grundsicherung zahlen, für eine europäische Arbeitslosenversicherung und für die Unterstützung der Sozialsysteme anderer EU-Länder. Ich bin gespannt, wie Sie dies auf Dauer finanzieren wollen. Der Euro zeigt leider, wie es nicht funktioniert. Gemeinschaftliche Haftung, 1 Billion Target, Forderungen deutscher Steuerzahler, Griechenland-Kredite, Bargeldabschaffung und Negativzinsen sind die Symptome einer sichtbar kollabierenden Finanzpolitik. Am Ende zu Lasten all derer, die privat und gesellschaftlich der Verlockung billigen Geldes widerstanden und schlicht nach den Maßstaben der schwäbischen Hausfrau gewirtschaftet haben. Sie versprechen mit ihren sozialistischen Ideen eine europaweite Absicherung und verführen ein groß angelegtes Täuschungsmanöver darüber, dass der Staat besser für die Bürger sorgen kann, als der mündige Bürger und stabile Familien das selbst können. Wenn Sie Sozialismus und staatliche Kontrolle so schön finden, wandern Sie nach China und Nordkorea aus. Dort bekommen Sie die praktischen Erfahrungen im real existierenden Sozialismus, die Ihnen offenbar fehlen. Um Europa zurück auf den Erfolgsweg zu führen, braucht es mehr regionale und nationale Autonomie und vor allem finanzielle Eigenverantwortung, zum Beispiel in Form einer deutschen Parallelwährung für Löhne, Gehälter, Renten und Spareinlagen. Wir Blauen stehen für ein tolerantes Europa der demokratischen Eigenverantwortung, für wirtschaftlichen Erfolg und Innovation, für kulturelle Vielfalt statt Harmonisierung und sozialen Frieden, ganz ohne grünen Sozialismus. Zum Schluss. Frauke Petri, die hier als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag sitzt. Und jetzt der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, zumindest in einem Punkt können wir uns am Ende der Debatte einig sein. Und das haben die Grünen gesagt. Ja, ein soziales Ungleichgewicht innerhalb der Europäischen Union, das ist durchaus dazu geeignet, den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union zu gefährden. Aber jenseits dieser Erkenntnis fordert Ihr Antrag aus unserer Sicht, und das haben wir deutlich gemacht, zuallererst Widerspruch heraus. Widerspruch, weil aus unserer Sicht ein inkohärentes Bild einer europäischen Sozialpolitik gezeichnet wird, aber auch, weil sie aus meiner Sicht von einer völlig inkohärenten Auslegung des europäischen Unionsrechts ausgehen. Aber zunächst zu der Frage, wie macht man in Europa eine gute Sozialpolitik? Sie verweisen in Ihrem Antrag auf die Finanzkrise und auf die Lehren, die man aus der Finanz- und Währungskrise ziehen müsste. Das ist sicherlich der richtige Punkt als Ausgangspunkt, aber Sie ziehen daraus die völlig falschen Rückschlüsse. Denn Sie sagen, Ihr Ziel müsse mehr Umverteilung sein, mehr Leistungsstaatlichkeit und das soziale Füllhorn. Und wir können Ihnen sagen, das ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Denn immer mehr Sozialpolitik in Europa, das bekämpft in aller Regel nur die Symptome und nicht die Ursachen. Eine gute Sozialpolitik ist nämlich eine Politik, die bei der Bekämpfung der Ursachen anknüpft. Und das tut man mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik. Und deswegen muss es uns darum gehen, im Wesentlichen nicht auf mehr soziales Verteilen zu setzen, sondern auf solide Finanzen zu setzen, auf eine Förderung von Investitionen, auf Reformen und Wachstum und auf Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in den Mitgliedstaaten. Und deswegen kann man sagen, Europaverdrossenheit löst man nicht durch Sozialgeschenke, sondern ganz im Gegenteil. All diese Vorschläge, die hier auf dem Tisch liegen, europäischer Mindestlohn, weitere Verschärfung der Entsenderichtlinie oder auch eine ausgreifende Diskussion um eine europäische Arbeitslosenversicherung, das untergräbt geradezu die Subsidiarität und das Prinzip der Eigenverantwortung. Und wir lassen uns nicht leiten von Sozialromantik, sondern von Subsidiarität und Eigenverantwortung. Das ist unser Konzept. Und wir wollen eine Politik, die nicht Arbeitslosigkeit fördert, sondern Arbeit. Und darauf setzen wir auf ein System von Subsidiarität, Eigenverantwortung und Haftung. Und so geht eine kohärente Sozialpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und
Jenseits dieser groben Fehlvorstellung, wie man Sozialpolitik in Europa macht, will ich auch darauf hinweisen, dass ich in keiner Weise damit einverstanden bin, wie Sie die europäischen Verträge in rechtlicher Hinsicht auslegen. Das tun Sie nämlich viel zu extensiv, viel zu weitgehend, und Sie wollen dann auch noch Leistungsrechte aus der Grundrechtecharta konstruieren. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das ist unionsrechtlich einfach schief. Schauen wir uns mal an, welche Kompetenzen hat die Europäische Union? Ich zitiere aus Ihrem Antrag, wie Sie diese ganzen Sozialgeschenke kompetenziell begründen wollen. Ich zitiere: Gemäß den Artikeln 9, 151 und 153 des AEUV und in vielen weiteren Artikeln, man merke auf, in vielen weiteren Artikeln in diesem Vertrag hat die EU die Möglichkeit, dies mit verschiedenen Maßnahmen umzusetzen. Ich sage Ihnen eins, das, was Sie hier in der Auslegung von Unionsrecht produzieren, das ist ein Wünsch-dir-was, und das ist nicht das, was wir verstehen unter dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Und so läuft nämlich die Europäische Union, und für uns ist wichtig in den Kompetenzen, die Sozialpolitik ist und bleibt ein Reservat der Nationalstaaten, das soll im Kern auch so bleiben, und das ist die richtige Auslegung des Geistes der europäischen Verträge zur Sozialpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte auch davor warnen, das klingt ja auch immer toll, die europäische Grundrechtecharta auszulegen zu sozialen Leistungsrechten. Ja? Wozu soll das führen? Sie sagen, die Grundrechtecharta und die Versprechen der Grundrechte, die sozialen Leistungsrechte, sollen vor dem Europäischen Gerichtshof einklagbar sein. Ich kann Ihnen sagen, das ist doch eine offensichtlich falsche Vorstellung. Wenn abstrakte Grundrechte von einem Gericht konkretisiert werden sollen und nicht vom Gesetzgeber, dann beschneiden Sie sich selbst. Wie man soziale Grundrechte auslegt, das ist vor allem Aufgabe des Gesetzgebers, und die werden wir wahrnehmen, und die werden wir nicht einfach losgelöst in Europa wahrnehmen, sondern zuallererst hier, und das ist auch die Antwort, die die anderen europäischen Länder brauchen: Reformen, kohärente Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik im Rahmen der nationalen Möglichkeiten. Nur so kann man ein wettbewerbsfähiges Europa machen und nicht durch Ihre Sozialgeschenke. Wir treten dem entgegen. Wir setzen auf Eigenverantwortung. Das ist unser Prinzip für ein sicheres und starkes Europa. Herzlichen Dank. Philipp Amthor war das für die CDU-CSU-Fraktion letzter Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Der gründete auf einem Antrag der Grünen, wo es ja um soziale Absicherung in Europa ging. Ein Punkt, den die Grünen auch in ihrem Europawahlprogramm verankert haben. Dieser Antrag, der geht jetzt in die Ausschüsse. So.